Hallo, hier willkommen bei Menschenschwarm Abenteuer hier im schönen Schondorf. Diesmal, und Schondorf ist so eine geile Stadt, so eine schöne Stadt, so eine bunte Stadt, so eine traditionelle Stadt mit altdeutsch-schwäbischer Kultur und auch mit neuen modernen Einflüssen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zum Filmen. Wenn gerade einen Parkplatz gekriegt hätte, müssen wir wieder mit Maske rumlaufen. Euer Kung-Fu-Commander Lee Funk ist online. Nehmen wir jetzt auf, gehen wir uns gratulieren mit meinem Lee Funk-Käpple. Und jetzt laufen wir durch die schöne Schondorf. Und heute von meiner Lieblingsstadt. Ja. Und so eine schöne Stadt. Ja. Da ist auch ein Kaffee. Bin ja mal aus China zurückgeflogen und habe da mal in einem Kaffee was getrunken. Und im Bistro. Hat leider zu wegen Corona. Ja. Ja, war auf der Treuhandreise von nach Gmünd und die Stadt hat echt was zu bieten, liebe Freunde. Ja. Das ist ja echt eine wunderschöne Mauer. Überlegen wir, wie viele Jahrhunderte lang die da steht. Ja. Unser Vermächtnis, unsere Ahnen. Ja. Immer eher stolz sein kann. Ja. Da ist was geboten. Ja. Da gucken wir mal. Da, damals sind die, so die Viecher über der Rocky Chickadee und so die Körgern eingesperrt. Ja. Aber das Licht da in die Mauer einfällt. Stadtmauer. Errichtet in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Stadt, ah, Vogel, Segel sind da auch da. Ja. Wunderschön. Ich bin jetzt passende Wetter, dass wir Menschenschwarm Abenteuer drehen können. Wir können uns auf so, viele, viele Sachen einrichten. Das Haus, das gefällt mir richtig bunter Kund. So wie wir sind oder wie ich es bin. Ja. Ja. Ja, jetzt laufen wir ein wenig rum da hinten. Und gut über die Stadt laufen, da kommt ja ein schöner Bahnhof. Ja, laufen wir so rum. Ich bin total desorientiert. Ja. Hier habe ich auch mal einen Fan getroffen, einen Gleichgesinnter. Ich weiß gar nicht, wie der Kanal nochmal geholfen hat. Super Taekwondo-Experte, der Francesco. Hot Boy oder irgendwie sowas hat der Kanal geholfen. So, jetzt haben wir auch dahinter was getrunken. Ja, und wo ich mal aus China zurückgeflogen bin, nach Frankfurt bin ich da auf der Durchreise gewesen und habe was getrunken und bin weiter nach Gmünd gefahren. Ja, ganz desorientiert bin ich. Komm schon nicht mehr über die Straße. Ja, das ist eine beliebte Stadt. Hallo. Ja. Laufen wir drüber. Momentan sind Menschenschwarm Abenteuer Graz. Einmal auf der anderen Seite ableiben können, haben wir wieder ein bisschen Spaß filmen. Gerade reicht. Wir schaffen unter der Woche so hart, kommen unter der Woche keine YouTube-Clips drehen. Weil um 7 Uhr fängt das Geschäft an, um 4:30 Stunde auf. Knochenarbeit, schwere Arbeit. Da brennt einem der ganze Körper. Schnell schaffen, schwer tragen. 16 Uhr Feierabend, kurz vor 17 Uhr kommen wir in der Regel daheim an. Und dann, was willst du da machen? Das muss alles duschen. Und zweitens, ja, wie schon gesagt, du kannst nicht mehr viel drehen, weil du bist auch erschöpft. Ja. Also am Wochenende ein bisschen spazieren laufen, ist von der Rücken gut. Ja, bin ja auch nicht mehr der Jüngste, obwohl noch im guten Alter bin, aber mal gucken, wann ich mal wieder Kung-Fu-Stunden drehen kann. Klappt es das Wochenende? Muss auch auf seine Gesundheit achten. Ja. Der Theos Kneipe da hinten, die ganze interessant. Wenn man rüber darf, jetzt schnell, aber hallo. So, Theos Kneipe. Ja. Sieht einladend aus, Freunde. Ja.
einladend. Ja. Also das haben so eine Kneipe gegangen, mal Bier trinken oder mal Wasser trinken, Kaffee trinken, muss man ganz gut. Die Kneipe zieht mir schon von außen mal an, hat eine ganz gute Atmosphäre. Ja. Brotshaus oder Brotranshaus. Ja. Und die Backstollen da oben, die gefallen mir ganz gut. Und, blau-grüner Tier. Ja. Jugendliche unter 18 Jahren haben keinen Zutritt. Ja. Ich bin froh, dass ich 42 bin. So, und wunderschön. Ja. Also Schorndorf ist verwöhnt mit lauter so Häuser. Ja. Klasse. Kommen wir weiter. Ja. Der Shisha und Gitarrehaus. Ja, kann man sowas kaufen. Ja. Klasse. Dann gucken wir das Haus dahinter an. Ja. Wirklich schöne Ortschaft. Weil ein bisschen was her von dem Ort, Freunde. Ja, so, kommen wir haben. Dass überhaupt einen Laden offen hat. Spider-Man. Klasse 5 haben sie da, ne? Tor. Den habe ich auch daheim, den habe ich auch meinem Volkslehrer geschenkt. Ja. Klasse. Nochmal Spider-Man. So. Spider-Man 3 war das. So. Ich finde eigentlich, der Schorndorf hat eigentlich auch der schönste Marktplatz soweit. Also der toppt alles. Ja. Ja, ein Grill. Ist ja eigentlich zu der Ufer. Ja. Ich habe gedacht, der zweite Lockdown ist der schon vorbei, oder? Aber tankt. Ja. Elektrisch tankt. Das ist ja geil. Guck doch mal. Jetzt gehen wir doch mal das Gästchen entlang. Schöne alte Fachwerkhäuser. Ja. Hotelzellgasse. Weilädle. Lass es nicht. Wow. Ja. So. Ah, ist das ein schöner Ort. So. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Ja, man muss mehr national fühlen. Ja. Genau. Da können wir auch jetzt gleich zum Hauptthema kommen, was ich sagen will. Schuhe da vorne, ja. Wenn man von dem vorbeigeht. Ja, ich weiß nicht. So. So, bleiben wir da zurück. Ich glaube, der Clip wird bestimmt eine halbe Stunde. Shisha. Ja. Also, ich glaube, in dem Land die Linke nichts mehr, muss ich sagen. Wenn dann so manchmal so ein dummer linker Kopf so Forderungen purzelt, wie Stasi misst wieder her oder wieder. Wie hat der Kaiser Bodo Ramelow dann sich für Reiche so der Arbeitslage wieder her? Das will ich nicht. Das wäre eigentlich ein normal Ding, der Mensch nicht. Ja. Weil im Dritten Reich gab es Arbeitslager und in der Sowjetunion gab es Arbeitslager. In der DDR gab es so eine Art in der Richtung so, mal sowas. Da will man das nicht. Und wenn die Linke dann auf eine andere Art andere Leute anfangen, aber selber wieder vortritt, dann glaube ich denen nichts mehr. Ja. Deswegen also glaube ich nicht, dass, weil wenn die Linke dann auf Bund und so Multikulti macht und auf Menschenfreund, und anscheinend dann für die Rechte der Homosexuelle kämpft, weil sie dann keine Freunde.
Also das ist wirklich, ja. Und dann weil ich ja einfach die Kraft von den ganzen Leuten brauche und die Wählerstimme. Und man weiß ja, dass die quasi auch gegen homosexuell sind. Ja. Aber so den, als wären sie auf den ihrer Seite, weil sie gewisse Sachen wählen, ja, man die Geschichte beleuchtet. Ja, von quasi von wow, ist das ein schönes Haus, da wachsen richtige Pflanzen auf. Ja. Man denen die Geschichte beleuchtet von der DDR und so. Das in der DDR war, das war richtig, also die Regierung war richtig homosexuell feindlich. Weil der homosexuell war, der ist so quasi, der war gegen die SED und der ist dann auch weggesperrt worden und hat hart schaffen müssen, morgens bis abends verschlagen worden. Wenn er rausgekommen ist, war er immer noch homosexuell, aber hat sich halt nicht mehr getraut, sich zu äußern. Und bei Stalin und so, das sind Homosexuelle vernichtet worden. Ja? Und selbst in positiv kommunistischen Ländern, ja, wie in Lateinamerika oder in Fernostasien, denen gegen Homosexuelle nichts gemacht, aber den sich halt nicht, gewagt, sich öffentlich zu äußern, weil sie dann Angst haben müssen, dass eine Gesellschaft doch irgendwo zum Außenseiter gemacht wurde und dass sie sich lächerlich gemacht hat. Ja. Und das ist halt der Tenor. Ja. Dabei in Fernostasien und in Lateinamerika das rein nationale waren. Und wäre heute in der BRD Rechte. Und aber in deren kommunistischen Ländern, ja gut, die sind in dem Sinn verfolgt worden, aber die sind halt, haben halt durch auch Repressalien leider müssen. Während dann in so extrem linke Systeme wie Sowjetunion, DDR, die halt also richtig, richtig verfolgt worden sind. Und Russland, da hat man sie sogar vernichtet. Ja, also. Ja. Immer zu viele Leute, fühlen wir jetzt nicht. Aber ich meine, Achterstüble. Sieht auch nicht schlecht aus, Palana, Achterstüble. So, da gibt es noch einen Veganer, das finde ich auch sehr super. Ja, ich meine, eigentlich, Veganer, Sachen sind auch sehr, sehr, sehr lecker. Gehen wir geschwind nochmal vorbei. Es ist schon davon zu viel zu bieten. Aber so ein Meierle, wo traditionell und modern verbunden ist. Ja. So. Wow. So. Also, noch ein bisschen was zum Laufen. So. Ja, gut, die sind ja im Mittelalter verfolgt worden und auch nicht in den 30er, was auch nicht richtig war. Ja. Da haben Nationalsozialisten und Sozialisten ein bisschen was gleich. Aber wo nationales Wesen ist, dann traut man eher, dass die Menschen sich umdenken. Wenn Menschen mal umdenken und sich gesellschaftlich mehr anpassen, und das ist eher der nationale Zutrauen. Und das Motto, sollte eigentlich, könnte man eher die Rechte zuordnen. Ja, die müssen da umdenken, wenn die wählbar wählt und gesellschaftsmäßig mehr anerkannt wird, dass da auch die Homosexuellen entgegenkommen können.
Das ist zwar nicht das Idealbild, was ich mir vorstelle, aber andere haben auch ein anderes Idealbild, das muss man respektieren und akzeptieren. So, das ist der Imbiss, wo super ist, da kauft super vegane Sachen. Ja? Und sehr lecker. Ja? Und tierfreundlich. Ja? Weil die Massentierhaltung ist unterirdisch. Ja? Hallo. Hi. Hat sie gesagt. So. Weiß gar nicht, ich glaube, wir müssen doch ein bisschen weit laufen oder kommt da das. Weiß gar nicht, hey, ich bin total durcheinander. Wo laufen wir auf dem Marktplatz? Ich glaube, müssen wir ein bisschen weiter laufen. Aber schnell laufen. Da ist das Arnold, keine Ahnung, Arena oder wie das heißt. So. Keine Ahnung, was da Richtung Marktplatz geht. Parkhaus Bandl. Ah komm, ich lauf da in das Ding ein und gut. Irgendwo komme ich ja schon zum Marktplatz. Ich glaube, da ist da Richtung Marktplatz geht. Ich weiß auch nicht, wie viel sind die Zeit, die noch haben. Normal aufzählen, so eine halbe Stunde. Und so die große Laufe gehört auch nicht. Ah, das ist schon mal blöd, Menschen schwach am Abenteuer zu drehen und wenn der Satzfaden verlierst, da wieder einen Anhang zu knüpfen. Ja, blöd, aber was willst du machen? Ich glaube, dass wir da hinten auf der richtigen Ursprung sind. Oh, okay. So. Ja. Mit der Maske ist es schwer noch. Aber gut, ist jetzt ein Pfahlbrunnen. Da brauchst du die Maske. Eigentlich wollte ich den Weibling habe ich drehen, aber. Ach komm, Schondorf ist eine geile Stadt. Ja. Ja, da vorne ist der Marktplatz. Da fast vorbeigekriegt noch. Ach komm mal jetzt, hey, ohne Witz. Achso, ja genau. Idealbild wäre eigentlich die deutsche Familie mit vielen Kindern. Aber wenn jemand anders empfindet, hat keine Kinder oder ist homosexuell, sollte man auch respektieren. Und den auch Herz verteilen hat. Und da gibt es auch viele Nationale und Rechte dabei. Die Alice Weidel von der AfD ist ja auch lesbisch. Also, und das sollte man auch respektieren. Dass egal, ob sie jetzt hetero sind oder homosexuell, dass heimatliebende Menschen einfach zusammenhalten. Ja. Musik? Hallo, Bruder. Nimm die Kiste ab, das stört mich. Was? Was für Kiste? Die Kiste da vorne, das stört mich. Ah, die da hinten? Nein, nimm deine Zierkiste da. Da war es da vorne rumpöbeln. Ja. Nimm die mal weg. Wurde erledigt, denn? Den wollte ich beseitigen. Da muss man 200 Meter weiter weggehen. Den wollte ich beseitigen. Bitte. So. Also auch freilich die Menschen in Schondorf, verstanden da auch Späßle. Hallo, film mich selber.
traurige Musik auch. Und so ist 300 Meter weitergegangen. So. Oh. Ich weiß nicht, das ist jetzt so ein Massenauf. Die kleinen Herzinfarkte. Massenaufmarsch von Menschen. Ob die nicht trotz Maske Corona sich verbreitet, ist auch fragwürdig. Ich gleich nehme ich was. Mit Maske und Brille. Gut versteckt, gell? Schöner Hund. Schöner Hund. So. Bin ich froh, dass wir auch Tiere treffen, nicht nur Menschen. Weil Tiere sind immer nur die bessere Weise. Wir gehen nicht durch, stecken wir auch von euch mit Corona an. So. Auch schon ein schönes altes Haus. Ja. Nochmal ein Hund. So. Nehmen wir jetzt nicht drauf, der was war alles zu schnell. Nochmal ein Hund. So. Also als YouTuber muss man schon ein bisschen verrückt sein. Sonst hätte man das auch nicht machen. Kein normaler Mensch schnappt sich ein Kämmer und läuft durch Schorndorf. Ja. Und das ist dann schon ein Rahmen. Guck mal, so ein Rathaus gibt es auch in Schwäbisch Gmünd. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Rathaus ist oder... Aber es ist ein herrlicher Marktplatz in Schorndorf. Und das kann man ja präsentieren. Eigentlich habe ich mal gesehen, Wurst, ich weiß nicht, Lockdown, ist ein gewiss kein Lockdown, oder? Osterlockdown wieder vorbei. Ich denke gerade einen Monat. Man kann ja froh sein, aber. Die auf Schwäbisch gewetzt da hinten. Hallo. Ich hoffe, ihr habt nicht zu schnell gefilmt, die alten Häuser. So. Oh. Ich sollte mich auch mal beim Arzt untersuchen lassen. Ich habe so Milzbrenner, Leberbrenner, Herzschmerzen schon oft. Und Bandscheibenbrenner, Diät vom Schaffen auch noch zusätzlich. Mal sehen, was der Arzt sagt. Ja. Ja, Schwäbisch Gmünd ist besonders bekannt. Hast du gehört? Frühlingsrolle gibt es da. Klasse, hey. Ja? Nacht mal schwäbisch-chinesisch Herz. So. Ja. Sind wir schon wieder da unten? Und Fisch? Klasse, hey, das kannst du alles kaufen. So. So, das alte Auto. Filme. Wir sind jetzt so im Marcel-Prinz-Museum. Ja. Das ist schon eine gute Idee noch. Schon noch zu fahren. Also Bauchgefühl. Ich kenne das als eine von den schönsten Städten so da hinten. Ja.
und überall Musiker und nette, freundliche Menschen. Ja. Fühle mich selber so. Ja, es ist einfach ein spitze Ort. Also wenn man nach Schandorf gehen will, da ist da eine gute aufgehoben. Ja. Ramsschlädle da hinten. Ich weiß noch was das ist. Weinstube, Büchsen machen. Super schön. Ja. Noch mal was gescheit festbrüche, bald wird 12 Uhr mittags. Ich habe heute auch Uderäufer, Sommerräufer. Ich habe schon Winterräufer drauf, den ich putzt und den Keller nahe trage. Ja. Ja. Ich lasse gleich aus dem Fenster. Ich weiß nicht, ob das, was das jetzt ist. Sieht aber nicht aus wie der Karl Marx. Obwohl eigentlich, ja, wie gesagt, Karl Marx und Friedrich Engels waren Theoretiker und außer Theorie kannst du gute und schlechte Sachen machen. Ja. Dabei ja Bewegung an sich nur gut ist, wenn du echt was gut bewegen willst für deine eigene Heimat. Und das geht auch, und die linke Hörner sind bescheuert, weil die muss gehen oder bezwecken wollen. Diese Palme da. Ich bin ja zum Zittern, weil ich Hunger habe. Ich bin total unterzuckert. Ja. Ja. Also wirklich schön da. Also, du kannst dich tot filmen und hast immer nur den Eindruck, dass du irgendwas nicht aufgefangen hast an Atmosphäre und so. Alles wirklich spitze. Und ja, als Menschenschwarmabenteuer macht mir Spaß. Ich weiß gar nicht, warum wir das so lange abgesetzt haben, weil das ist doch ein Format, wobei ich gut ankomme. Da gibt es auch welche, bestimmt die leben nicht. Schwäbische, die freuen sich, ich habe Kurzurlaub meinem YouTube-Kanal zu machen im Schwäbischen. Und viele, die die Ortschaft kennen, freuen sich auch, dass ein Stück Heimat und Kultur in meinem Kung Fu Fitness Lifestyle-Kanal ist. Und ja, also bin froh, dass heute noch, dass das Wetter erstmal so herrlich ist und dass ich nach Schandorf gefahren bin. Ja. Hallo. Schön, gell? Ja, so ein schönes Haus. Ja. Wir haben damals echt mit Qualität geschafft. Nicht schnell Akkord und Fusch. Wie es viel heutzutage ist, sondern mit Herzblut, ja, und mit Sachlichkeit Kunst gemacht, die in die Jahrtausende dauert oder in Jahrhunderte. Ja. Und das ist dann schon Augenschmaus, wie, also viel besser wie so ein modernes Gebäude, wie jetzt vor uns steht und wo keine Ausstrahlung hat. So. Hier schließt sich der Kreis, hier sind wir schon wieder an dem Imbiss, an dem veganen Imbiss. Ich will mir jetzt auch was Veganes gönnen, weil Tierschutz ist Heimatschutz. Und es hat, dann gibt es einen altdeutschen Spruch, der heißt, wer Tiere quält, verletzt das deutsche Volksempfinden. Hier, und immer schön sauber bleiben, vegan leben, ist die bessere Alternative, obwohl ich jetzt nicht der typische Veganer bin. Aber wenn ich Fleisch esse, dann nur aus guter Tierhaltung, wo das Haus geschlachtet wird, wo man weiß, okay, die Tiere sind gut geheilt worden und sind schmerzfrei auch getötet worden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Zeit!